Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video oder Podcast geht es um den Mord an Hein-Jürgen Lüders, dem damaligen Disco-König. Er war Besitzer der ehemaligen Diskothek Palace und diese Diskothek hat auch eine besondere Geschichte. Tattag war der 12. Februar 2006. Dargestellt wurde der Fall in der Aktenzeichen Y-Sendung vom 29. März 2007. Dieser Filmfall wurde nur sehr kurz dargestellt und das kam ja im Zeitraum der 2000er leider häufiger vor. In der Einleitung zu dem Filmfall sagte Rudi Zerne: Schauen Sie sich das mal genau an, wir haben etwas Zeit. Ein kleiner schwarzer Clip, scheint relativ unscheinbar, aber weit gefehlt. Und genau dieses unscheinbare Etwas ist einer der wichtigsten Ansatzpunkte in diesem Fall. Das Opfer, der sogenannte Disco-König Hein-Jürgen Lüders. Der damals 77-Jährige wurde brutal ermordet. Und dieser Clip führt wahrscheinlich zu seinem Mörder. Die Darstellung beginnt am Sonntag, dem 11. Dezember 2005, gegen 7 Uhr morgens. Und der Sprecher Michael Brennecke erzählt dazu: Hein-Jürgen Lüders ist auf dem Weg nach Hause. Er ist Geschäftsmann und hat wie immer die Tageseinnahmen bei sich. Er wohnt am Tewissteg in Hamburg-Eppendorf. Mit seinem Mercedes parkt er vor seiner Wohnung und wird von einem Unbekannten überfallen und mit einem Elektroschocker angegriffen. Eine Nachbarin sieht es geschehen, sie kommt aus dem Haus gerannt und fragt: Was ist denn hier los? Der Unbekannte nimmt Reißaus. Hein-Jürgen Lüders kniet noch auf dem Boden und hält sich an einem Zaun fest. Und er sagt: Den kriege ich noch. Oberkommissar Stefan Schlottermann von der Kripo Hamburg erwähnte dazu, also es war die Zeit bei Aktenzeichen Y, wo die Zeugen und die Polizei zwischendurch auch im Filmfall immer wieder zu Wort kamen. Also der sagte dazu: Er hat versucht, den unbekannten Täter zu verfolgen, aber hat ihn letztendlich aus den Augen verloren. Lüders hat circa eine Stunde nach der Tat Anzeige erstattet. Die Kollegen haben dann im Zuge einer versuchten Raubermittlung eine Täterbeschreibung erhalten. Und diese Beschreibung ist im Zuge der jetzigen Mordermittlung natürlich enorm wichtig. Dann wechselt die Szenerie. Und diese ist jetzt in der Diskothek Palace in Kaltenkirchen. Und diese gehört ja Hein-Jürgen Lüders. Der 77-Jährige verbringt jeden Samstagabend in seiner Disco. Die ist sehr gut besucht. Und in der Szene unterhält er sich dann mit einem Gast über den neuen DJ. Dann kommt einer der Angestellten der Diskothek zu Wort und dieser beschreibt Hein-Jürgen Lüders wie folgt. Er war zwar 77 Jahre alt, aber völlig anders als alle anderen in seinem Alter. Und die Disco war praktisch das Hobby von ihm. Dann springt die Darstellung zu dem Haus von Hein-Jürgen Lüders. Michael Brennecke sagt dazu Folgendes. Zur gleichen Zeit in Hamburg-Eppendorf. Ein unbekannter Mann bricht in die Wohnung von Hein-Jürgen Lüders ein. In der Szene steigt der Mann über ein Fenster ein und durchsucht die Wohnung. Der Angestellte, der vorhin schon zu Wort kam, schildert dann wie folgt den Ablauf in der Diskothek. Gegen 5 Uhr am Morgen haben wir wie immer die Disco geschlossen, uns an einen Tisch gesetzt und Einnahmen abgerechnet. Danach die Gehälter in bar ausgezahlt. Und die beiden unterhalten sich da über eine Bedienung, die dann öfter mal zu spät kommt und dann immer das Gleiche, aber den vollen Lohn haben möchte für die Stunden. Und jemand anderes sagt dann aber auch: Ja, aber wenn sie da ist, bedient sie halt dreimal so schnell wie alle anderen. Und der Angestellte, der vorhin schon zu Wort kam, erzählte dann dazu noch, dass Lüders ein knallharter Geschäftsmann war und er hat keinen Spaß verstanden, wenn es ums Geschäft ging. Es gab aber keine Feindschaften zwischen ihm oder dem Personal, auch wenn es mal kleine Streitigkeiten wegen des Geldes gab. Also das ist einmal die Szenerie, die sich bei ihm zu Hause abgespielt hat und einmal die Szenerie, die sich in der Diskothek abgespielt hat, an dem Tag, an dem die Tat begangen wurde. Gegen 6 Uhr habe man sich voneinander verabschiedet und Herr Lüders hatte die Einnahmen zusammengepackt und ist anschließend mit dem Auto nach Hause gefahren. Der Angestellte sagt: Ich werde das so schnell nicht wieder vergessen, dass ich ihn dort zum letzten Mal gesehen habe.
Dann gibt es erneut einen Szenenwechsel und Michael Brennecke erzählt dazu: Am 12. Februar 2006, Hein-Jürgen Lüders fährt auf dem Weg nach Hause noch eine Tankstelle in der Nähe seiner Wohnung an. Dort wird er das letzte Mal um 6.45 Uhr lebend gesehen. Er tankt und kauft sich noch Motoröl sowie eine Tageszeitung. Am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr kommt er dann wie immer zu Hause an. Dann wechselt die Darstellung in die Wohnung von Hein-Jürgen Lüders. Er kommt müde zur Tür herein, legt seine Utensilien im Gang auf einen Tisch. Dann nimmt er seine Brille ab und reibt sich die Augen. Und in diesem Moment packt ihn ein Arm von hinten am Hals. Es entsteht ein Kampf, bei dem Herr Lüders zu Boden geworfen wird und ihm die Arme auf den Rücken gedreht werden. So wird es auf jeden Fall dargestellt. Mit einem Klettband fesselt ihn der Täter. Im Zuge des Kampfes verliert der unbekannte Täter seinen Elektroschocker. Oberkommissar Schlottermann erwähnt hierzu: Wir gehen davon aus, dass der Täter Informationen von Herrn Lüders haben wollte, ging dabei aber so brutal vor, dass er ihn innerhalb kürzester Zeit getötet hat. Dadurch gelang es ihm nicht, an die gewünschten Informationen zu gelangen. Wir vermuten, dass der Täter in Panik die Wohnung verlassen hat. Und Michael Brennecke erwähnt dazu Folgendes: Vermutlich kehrte der Täter nach ca. 4-6 Stunden wieder in die Wohnung zurück. Oberkommissar Schlottermann kommentiert das wie folgt: Der Täter hat mit dem Schlüsselbund des Opfers zwei Tresore, die sich in der Wohnung befanden, geöffnet. Was aus diesen genau entwendet wurde, wissen wir leider nicht. Was wir wissen ist, dass die Einnahmen nicht angerührt wurden, da der Täter sie offensichtlich nicht gefunden hat. Und weiterhin erzählt dazu dann Herr Brennecke: Der Täter bemüht sich, keine Spuren zu hinterlassen. Doch einen kleinen Gegenstand vergisst er in der Wohnung seines Opfers. Einen Clip. Und damit endet dann die filmische Darstellung. In der Nachbesprechung sagt Rudi Zerne: Ja, und dieser schwarze Clip ist im Moment das einzig Greifbare in diesem Fall. Rudi Zerne fragt dann den Oberkommissar Schlottermann: Was glauben Sie, was steckt hinter diesem Mord? Der Oberkommissar antwortet: Ich glaube, dass es einen Auftraggeber gibt und der vor Ort agierende Täter sollte für ihn eine bestimmte Information besorgen, was dem Täter aber zunächst nicht gelang. Rudi Zerne greift dann die Situation auf, dass der Mörder den Tatort ja zunächst verlassen hatte und er etwa 4 Stunden später wieder zurückkehrte. Rudi Zerne fragt den anwesenden Oberkommissar, ob er eine Idee hat, was der Täter in den 4 Stunden gemacht hat. Die Kripo geht davon aus, dass er sich in diesem Zeitraum mit seinem Auftraggeber besprochen hat und dieser ihn gezwungen oder zumindest überredet hat, an den Tatort zurückzukehren. Damit steht für den Ermittler fest, dass der Täter ein großes emotionales Problem mit dem Tod von Hein-Jürgen Lüders hatte. Und der Oberkommissar korrigiert sich dann noch einmal mit den Worten: dem ungewollten Tod von Herrn Lüders hatte. Denn er hat die Leiche abgedeckt, bevor er den Tatort verließ. Man geht davon aus, dass der Täter weiterhin emotional mit der Tat zu kämpfen hat und weiterhin ein Risiko für den Auftraggeber darstellt. Und man geht auch davon aus, dass der Täter im Mordfall der gleiche Täter ist, der auch bereits den Raubüberfall am 11. Dezember 2005 begangen hat. Hein-Jürgen Lüders beschrieb den Täter damals als Mann mittleren Alters, kräftig gebaut und ca. 1,75 Meter groß. Dann kommt man noch einmal auf den am Tatort gefundenen Clip zu sprechen. Dieser gehört zu einem Elektroschutzgerät, häufig beschriftet mit Security Plus. Es gibt diese in 500.000 und 750.000 Volt Stärke. Und deswegen geht man davon aus, dass derselbe Täter am 12. Februar 2006 wieder zugeschlagen hat. Dann kommt Rudi Zerne noch auf ein Klettband zu sprechen, welches der Täter auch am Tatort verloren hat. Dies war 2 cm breit und hatte eine ungewöhnliche Länge von 1,68 m. Und dies war dann die Darstellung bei Aktenzeichen Y. Was gibt es sonst noch zu dem Fall zu berichten? Das Hamburger Abendblatt vom 29. März 2007 berichtet darüber, dass es nicht nur den Raubüberfall am 11. Dezember und den zweiten Raubüberfall am 12. Februar 2006 gab, der für Hein-Jürgen Lüder tödlich endete, sondern es wurde auch am 22. Januar 2006, das war auch wieder ein Sonntag, wie bei dem ersten Überfall auch,
Und an diesem Tag drang der Täter in den Keller des Hauses ein und wollte von dort in die Wohnung von Hein-Jürgen Lüders gelangen. Dieser Versuch ist aber gescheitert. Die Welt berichtete am 28.06.2006, also schon davor. Inzwischen glauben die Ermittler, dass der Täter gar keinen Mordauftrag hatte. Damit dürfte der Täter selbst in Lebensgefahr sein. Die Hintermänner dürften versuchen, ihn für immer zum Schweigen zu bringen. An einem Sonntagmorgen im Februar war der Palace-Betreiber Hein-Jürgen Lüders in die Falle gelaufen. Der Mann hatte vermutlich die Einnahmen des Wochenendes dabei, als er gegen 7 Uhr die Tür zu seiner Wohnung am Terwestensteg im Stadtteil Eppendorf öffnete. Das Bargeld in seiner Tasche und 2 Tresore in seiner Stadtvilla waren vermutlich der Grund, warum der Täter auf den Mann angesetzt wurde. Der Täter hatte offenbar bereits auf das Opfer gewartet, sagt Hauptkommissar Ralf Kunz. Wir haben an einem Fenster Spuren sichern können, die belegen, dass der Täter dort eingestiegen ist. Belegt ist auch, dass der bislang unbekannte Mann Klettband zum Fesseln des 77-Jährigen dabei hatte. Außerdem wurde ein Gürtelclip gefunden, an dem möglicherweise ein Scanner zum Abhören des Polizeifunks befestigt war. Also da ist man davon ausgegangen, dass dieser Clip wohl dazu war, eben so einen Scanner zu befestigen, aber es hat sich wohl später dann rausgestellt, dass es eben zu diesem Elektroschocker gehörte. Und nun gibt es Hinweise darauf, dass der Täter nicht aus eigenem Antrieb, sondern im Auftrag gehandelt hat, sagte Kunz. Hein-Jürgen Lüders, davon geht die Polizei aus, sollte zwar bedroht und verletzt, aber nicht getötet werden. Vermutlich war der Tod des Mannes auch nicht beabsichtigt. Es scheint eher so, als dass der Täter im Vorwege nicht genügend über den tatsächlichen Gesundheitszustand des Opfers informiert worden war. Diese Arbeitsthese der Polizei untermauert die Gerichtsmedizin. Dort wurde festgestellt, dass der Geschäftsmann durch Gewalteinwirkung auf den Hals und Oberkörper gestorben ist. Die Verletzungen weisen darauf hin, dass der 77-Jährige aber nur ruhig gestellt werden sollte, damit der Täter ungestört die beiden Tresore in der Wohnung plündern konnte. Die Welt berichtete dann am 14. Juli 2006, dass ein großer Gentest geplant war und vermutlich auch durchgeführt wurde, aber das dürfte dann ohne Erfolg gewesen sein. Man ging davon aus oder geht davon aus, dass der Täter aus dem Umfeld des Opfers kommt. Weiterhin gibt es noch ein paar Angaben zu der Täterbeschreibung des Überfalls im Dezember 2005. Und da heißt es, damals hatte ein knapp 50 Jahre alter Mann mit auffällig gebücktem Gang den Geschäftsmann am Thewesteg abgepasst, um ihn zu berauben. Er flüchtete damals ohne Beute, nachdem Hein-Jürgen Lüders laut um Hilfe rief. Der Fall wurde 2011 auch noch einmal bei ungeklärtem Morde dem Täter auf der Spur bei RTL 2 dargestellt. Aber auch diese Sendung brachte die Ermittler nicht weiter. Einmal kurz die Geschichte des Palace, also die Diskothek, die Hein-Jürgen Lüders besaß. Es wurde als Mic-Mehr geöffnet, und zwar im Jahr 1985. Im Hamburger Abendblatt heißt es zu der Eröffnung: Im Jahr 1985 gab es in Europa keine erfolgreichere Sängerin. Mit The Power of Love lieferte Jennifer Rush den bis heute erfolgreichsten Titel einer Solokünstlerin in den britischen Charts ab. 7 Monate top, bis jetzt unerreicht. Und Jennifer Rush also war gerade gut genug, um in Kaltenkirchen bei der Eröffnung der Großdisco Mic-Mac auf der Bühne zu stehen. Damals wurde die in dieser Region einmalige Diskothek zum Magneten auch für viele Discogänger aus dem Kreis Pinneberg eröffnet. Die Supergage für Jennifer Rush war gut angelegtes Geld. Das Mic-Mac galt über Nacht als der angesagte Treffpunkt im Norden Hamburgs. 4 Millionen Mark hatte Peter Koch investiert, um die Großdisco zu bauen und herzurichten. Über 200 Lautsprecher sorgten für den richtigen Sound. Es gab eine umfangreiche Lichtanlage und eine große Videoleinwand, auf der auch Filmausschnitte gezeigt wurden. Koch war damals der Erste, der in einer Disco Musikvideos präsentierte. Über der Tanzfläche schwebte ein Doppeldecker, 65 Flugzeug-Landescheinwerfer und die größte Disco-Kugel der Welt sorgten für Effekte. Wasserorgel und Erdbebensimulator, 25 Tresen, amerikanische Zapfsäulen und eine englische Telefonzelle. Es gab nichts, was es nicht gab.
Er hatte nicht nur das Gespür für den Trend der Zeit, sondern auch gute Verbindungen zu Produktionsgesellschaften und zu den TV-Anstalten. Vor allem das ZDF erkannte den Wert der Großdisco mit dem riesigen Parkplatz, auf dem die großen Trucks stehen konnten. Bald war das Micmac in den bundesdeutschen Wohnzimmern präsent. Verschiedene Sendeformate wurden im Micmac aufgezeichnet, teilweise auch live gesendet. Da war zum Beispiel Pitt, der Peter-Illmann-Treff oder die Spiegelbude. Und auch Monacos Prinzessin Stephanie stand hier mit ihrem Hit Irresistible vor den Kameras. Einer, der damals schon dabei war, ist Thomas Pütz. Heute Vorstandsvorsitzender der Pütz Security AG in Kaltenkirchen und Präsident des Bundesdeutscher Berufsboxer, BDB, also zum Zeitpunkt, als der Artikel geschrieben wurde. Der Schüler und spätere Student verdiente sich als Türstehergeld nebenbei. Von 1989 bis 2001 war er sogar Geschäftsführer des Micmac-Nachfolgers Traffic. Also das Micmac hatte später seinen Namen geändert in Traffic. Entschuldigung, dass ich so weit aushole, aber das alles hat einen Zusammenhang oder sollte man alles in einem Zusammenhang sehen. Und Thomas Pütz weiß, wie sehr sich die Welt seitdem verändert hat. Die Gewaltbereitschaft ist viel größer. Der Grad der Aggressivität ist höher geworden. Ausschreitungen waren vor 30 Jahren eher selten zu beobachten. Heute muss jederzeit damit gerechnet werden. Dazu gibt es auch noch einen sehr interessanten Bericht, der sich auf das damalige Traffic bezieht. War aus dem Spiegel, habe ich euch in der Beschreibung hinterlegt. 1989 verkaufte Peter Koch die Disco an den Hamburger Kaufmann Heinz-Jürgen Lüders. Thomas Pütz organisierte den Veranstaltungsbetrieb zunächst erfolgreich. Mit seinem Ausstieg begann aber der schleppende Niedergang der Großraumdisco, deren Name zunächst in Traffic, später in Palace geändert wurde. Das Ende kam mit dem Mord an den Besitzer Heinz-Jürgen Lüders am 12. Februar 2006. Zuletzt war das Gebäude unter dem Namen Kaltenkirchen Süd, ein Veranstaltungsort für Partys, erfolglos. 2008 wurde der Betrieb eingestellt. So, damit habt ihr auch einen kurzen Überblick darüber erhalten, welche Diskothek es sich da gehandelt hat, die Heinz-Jürgen Lüders besaß. Zuerst war der Laden ein Überflieger und hat sich dann aber nicht dauerhaft gehalten und langsam aber sicher ging der Laden dann nieder. Heinz-Jürgen Lüders hatte ursprünglich ein Sanitätsgeschäft. Lüders Bandagen, Inhaber Heinz-Jürgen Lüders. Ob er dieses Geschäft damals parallel zur Diskothek weitergeführt hat, konnte ich nicht sagen oder kann ich nicht sagen, weil ich dazu leider nichts gefunden habe. Dann kommen wir mal zu dem Motiv. Waren es wirklich Tageseinnahmen, um die es ging? Ich glaube kaum. Und ebenso wurde von der Polizei ja gesagt, dass man davon ausgeht, dass der Täter eine Information von Lüders haben wollte. Er wurde versehentlich dabei getötet und der Täter wird von seinem Auftraggeber gezwungen, dort noch einmal hinzugehen. Da man mit Lüders nicht mehr reden konnte, weil er tot war, gehe ich auch mal davon aus, dass es sich um irgendwelche Dokumente bezüglich der Diskothek gehandelt hat. Oder hatte er eventuell jemandem Geld geliehen? Ein Gedanke, der mir kam, als ich in einem Artikel zu der Diskothek las, dass diese Diskothek eben auch Zuschauer oder Gäste aus dem Kreis Pinneberg bekommen hat oder dass Leute aus dem Kreis Pinneberg dort wo gern hingegangen sind, kam mir der Mord an Karl-Hinrich Lienau, also oder auch besser gesagt Charlie Lienau, so wurde er genannt, in den Sinn. Dieser hatte sich 1985 zugetragen. Er hatte sich damals, also 1985, das Jingle in Pinneberg zugelegt, beziehungsweise er hat sich da eingekauft, der Charlie Lienau, nachdem er Lotto-Millionär geworden ist. Das Video zu dem Fall habe ich euch in der Beschreibung hinterlegt. Also ich vermute mal, dass es dort irgendwelche geschäftlichen Auseinandersetzungen gab. Vielleicht wollte man Lüders mit dem ersten Überfall ein bisschen erschrecken, verschrecken oder wie auch immer. Dann bei dem zweiten Versuch, wo man versucht hat, über den Keller in die Wohnung zu kommen, hat man wahrscheinlich schon nach Dokumenten gesucht, beziehungsweise wollte dort auf ihn warten. Das hat dann im dritten Versuch geklappt,
Allerdings ging es Lüders gesundheitlich wohl nicht mehr ganz so gut, sodass er dann bei diesem Überfall gestorben ist. Was ich hier auch sagen würde, ist, dass der Täter auf jeden Fall kein Profi ist. Und dass dieser aus irgendwelchen Gründen von dem Auftraggeber angeheuert wurde. Eine kriminelle Vorerfahrung oder kriminelle Geschichte dürfte er haben. Allerdings würde ich mal eher sagen im kleinkriminellen Bereich. Denn es hat ihm ja anscheinend sehr viel ausgemacht, dass Heinz-Jürgen Lüders gestorben ist, da er ihn ja abgedeckt hat. Weiterhin vermute ich nicht, dass Heinz-Jürgen Lüders ihn kannte, der Täter aber Heinz-Jürgen Lüders schon. Denn ansonsten dürfte er ihn bei dem ersten Überfall erkannt haben. Also ich gehe mal davon aus, auch dass alle drei Taten von einem und demselben Täter ausgeübt oder verübt wurden. Also meiner Meinung nach ging es da irgendwie um die Diskothek, um irgendeine geschäftliche Sache und man wollte dort entsprechende Dokumente aus der Wohnung von Lüders holen. Ansonsten ist auch über Heinz-Jürgen Lüders relativ wenig bekannt bzw. in den Medien zu lesen. Man weiß eben nur, dass er dieses Sanitätsgeschäft hatte. Ein Angestellter hatte ja gesagt, dass Heinz-Jürgen Lüders ein knallharter Geschäftsmann ist. Vermutlich hat er sich so schnell nicht ins Boxhorn jagen lassen wollen. Vielleicht habe ich ja Glück und irgendjemand von euch kennt ein paar oder hat ein paar mehr Informationen dazu, vielleicht zu Heinz-Jürgen Lüders, zu der Situation aus Micmac oder Palace oder Traffic, je nachdem, wie es gerade zu dem Zeitpunkt dort hieß. Also das sind alle Informationen, die ich zu dem Fall zusammenbekommen konnte. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!